Okay. So, dann haben wir das auch geklärt. Was mache ich? Ihr seid erstmal alle beschäftigt, oder? Oder hat der Voyager gleich nichts mehr zu tun? Doch, der Voyager kann sich gleich noch um die Karten kümmern, wenn er die Einrichtung fertig hat. Dann werde ich jetzt mal ein... Hoppala, ich will kein Schneebiom... kein Wegpunkt, sondern ich will ein Schneebiom. Ein Schneebiom ist auf jeden Fall da oben rechts. Da werde ich da mal gerade hingehen und da nochmal nach Hundis suchen. Michael sucht ja gerade nach den Ocelots, nach den Katzen. Und... Was habe ich gerade eingesammelt? Lol. Achso, verrottetes Fleisch. Okay. Sind auf jeden Fall alle beschäftigt. Das ist gut. Dab-dab-dab-dab-dab-dab. Oh, und dann muss ich auch unbedingt mal wieder in Nether. Das wird auch echt mal wieder Zeit. Meine Güte. Aber das natürlich erst, wenn ich die Diamantrüstung habe. Ja, aber gut, die könnte ich ja jetzt eigentlich schon machen. Ich weiß gar nicht, wie viel Diamanten braucht man denn eigentlich für eine komplette Diamantrüstung? Also... 26, okay, cool, die haben wir ja. Also ihr diesmal nicht, aber nicht, weil ich das nicht will oder so, sondern einfach, weil wir diesmal noch nicht reingehen. Ich wollte diesmal jetzt, wie gesagt, erst ganz gerne noch Hundis suchen und so. Das werde ich irgendwie nächste, übernächste Aufnahme oder so mal machen. Ein bisschen mehr Zeit haben. Und, da vorne haben wir das Schneebiom. Und dann ist es halt so, dass ich natürlich, also im Grunde können natürlich die Leute aus der Community, also genau du, wenn du gerade zuguckst, kannst natürlich auch gerne mit in Nether an sich. Ich habe nur so ein bisschen die Befürchtung, dass dann einfach sehr viele Ghasts gepult werden, dann irgendwer diese Pigman pult und die dadurch dann alles attackieren und alles kaputt geht und in die Gründe geht und so. Und von daher, Nether ist so eine Sache, die ich halt lieber alleine machen würde. Während so an der Oberwelt rumzocken, ja gut, wenn da halt einer gegen einen Creeper stirbt, dann sind meinetwegen 20 Erdblöcke weg. Das ist halt nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm, wie wenn plötzlich die Pigmen einfach alle Spieler gnadenlos angreifen und die Ghasts da einfach den kompletten Netherrack anzünden und so. Von daher finde ich das an der Oberwelt deutlich schöner. So, jetzt spiele ich gerade nur auf 30 FPS. Die Welt wird hier nämlich gerade geladen. Und Hundis sehe ich auch noch keine. Noch keine Knuffis. Kommt schon, wo seid ihr? Keine Knuffi-Wuffs. Da ist ein Knuffi-Wuff. Aber nur einer, ich brauche mehr. Keine Katzen gefunden, die sind so versteckt. Ja, muss man ein bisschen suchen, ne? Ist nicht so ganz einfach. So, aber der Knuffi-Wuff da vorne, ja, dem gebe ich jetzt erstmal Knochen. Ich habe ja 41 Stück, die sollten ja wohl reichen. Guck mal, der guckt mich schon so an. Ah, da vorne habe ich auch den nächsten gefunden. Boah, wie viele Knochen will der denn haben? Was ist denn mit dem los? Komm schon, lass dich füttern. Ah, so, dann darfst du gerne mitkommen. So, und da oben war eben noch einer. Den brauchen wir auch. Und wenn wir zwei haben, reicht das ja im Grunde genommen. Ist das der da? Oder ist das unser Mitläufer? Ne, unser Mitläufer ist der da mit dem Halsband. Tag bitte. Ja, ja, ich mache ja Tag. Chill doch mal. So, und du, da kriegst auch ein paar Knochen. Die wollen alle so viel Knochen haben. Lol. Ah, okay, jetzt hat's geklappt. So, damit habe ich auch die zwei Hundis. Dann können wir auch schon wieder zurück. Ja, das ging doch flotter als erwartet. Dafür, dass ich letztes Mal keine gefunden hatte. So, ey, haben wir sogar noch einen. Komm, dann nehmen wir uns dann auch mal einen grauen. Nehmen wir dann auch mal gleich mit. Dann haben wir gleich hier beide Farben, Rassen, Arten. Keine Ahnung. Wie auch immer. So. Lass dich verlaufen. Hast du irgendwie Race Minimap oder so installiert für die Koordinaten? Oder ich kann ja auch so die Koordinaten einfach ungefähr sagen. Ob du einen Kessel benutzen darfst, heißt jetzt bauen oder was? Also dahinstellen. Ja, ja, klar, darfst du machen. Was halt wahrscheinlich ganz cool aussieht, ist immer, wenn du einen Kessel machst, darin halt Wasser machst und das quasi so als Waschbecken oder so. Was braucht eigentlich Race Minimap? Wieder, was braucht das? Also es braucht nichts. Also brauchst keinen Modloader oder so für. Kannst du einfach so direkt installieren. Ja, einfach in die Minecraft-Jar reinziehen. Oder wenn du den Modloader hast, dann kannst du es halt auch direkt in den Mods-Folder reinziehen. Das geht auch. So, oh, hier geht es ein Stück runter. Aber ist nicht weiter schlimm. Forge, was ist Forge? Was soll ein Forge? Hm? So, jetzt müssen wir natürlich auch mal ein bisschen gucken. Wenn wir natürlich jetzt mal davon auszugehen, dass der Michael die Katzen gleich irgendwann mal findet. Na, ich komme mit dem Modloader ganz gut klar, von daher kann ich mich nicht beschweren. Also, davon auszugehen, dass der Michael gleich die Katzen findet, haben wir natürlich unsere Hunde, wir haben unsere Katzen und wir haben diesen Eisengolem. Müssen wir natürlich ein bisschen gucken, wo wir wann was so hinstellen.
Du bist durch den ganzen Dschungel gelaufen. Das kann ich ja kaum glauben, so groß wie der ist. So, hier haben wir Holzzäune. Da sind die Holzzäune. So, dann würde ich sagen, mache ich den einfach mal so hier entlang. Erstmal zumindest. Obwohl, da kommen die auch raus, ne? Es muss dann schon hier entlang. Ah, jetzt setzt er sich hier mal hin. Sonst nichts Besseres zu tun, der Knuffi-Wuff. So, da darfst du dich jetzt hinsetzen. Achso, der Zaun war schon richtig. So, dann kommt ihr mal bitte mit hier hin. So, kommt ihr mal rein, ihr Knuffis. Komm, put. Und sitz. Ja, so ist fein. Ey, jetzt habe ich dir Fleisch gegeben. Nein. Ach, sitz. Nein, was tust du? Nein. Komm hin. Ja, jetzt bist du rollig, ne? Jetzt läufst du weg. Komm, jetzt da wieder rüber. Jetzt läufst du jetzt echt weg. Ey, was macht der? Komm hier mit. Komm hier hinten hin. Ja, ja, habe ich aus Versehen getan. Ich wollte eigentlich machen, dass er sich hinsetzt und habe ihm dann Fleisch gegeben. So, also du setzt dich auch. Und jetzt kannst du da auch hier, jetzt könnt ihr euch einmal kurz hinstellen und Liebe machen. Oh, jetzt ist bei dem gerade, sind jetzt gerade die Herzen weggegangen. Na toll. Jetzt habe ich zwei wertvolle, verrottete Fleisch dafür verschwendet. Ah, da ist das schlimm. So, da dürften die eigentlich aber nicht rauskommen. Die haben hier überall ihren Zaun rumrum. Da gibt es eigentlich keine Möglichkeit. Irgendwie, hier kann man nicht durch oder so. Oh doch, da kann man durch. Können Hunde da auch durch? Weiß es nicht. Dann weiß ich jetzt auch nicht. Also eigentlich nicht. Und mein Gott, wenn einer rausrennt, dann rennt halt einer raus. Aber eigentlich haben die Sitzkommando, da dürfte eigentlich nichts passieren. So, also dann kann ich die Steine einmal gerade wegpacken. Knochen können auch erstmal beiseite. Mobblut, zack. So, wer hat das verrottete Fleisch? Du hast es noch. PBC 88. So, und du hittest the ground too hard. Bist von dem Dschungelbaum runtergefallen. Ach ja. So, dann gucke ich mir nochmal gerade den Graben an. Nein, du bist in eine Schlucht gefallen. Oh, das ist natürlich ärgerlich. Musst du auf jeden Fall wiederfinden, die Schlucht. Wegen den Sachen, die du dabei hast. So, einmal gerade gucken. Bist du fertig hier mit der ersten Reihe? Ja, okay. Also hier sieht das auch schon eine ganze Ecke besser aus, finde ich. Dann kannst du jetzt im Grunde genommen das Ganze noch einen Block tiefer machen. Ich würde aber sagen, Alter, hast du Probleme? Michael, hä? Nein, ich hau dich nicht. Sieh mal bitte zu, dass du die Sachen wieder kriegst. Sonst die spawnen die nach 5 Minuten. Okay. Also, dann kannst du hier beim Wassergraben jetzt eigentlich... Ich weiß nicht, wollen wir den wirklich zwei Blöcke tief machen? Beziehungsweise zwei Blöcke tief würde ich ihn schon machen. Ne, ein One-Hit ist es nicht. Ich habe ja nur Rückstoß 1. Aber es macht schon einiges an Schaden, wenn du keine Rüstung hast. Also, die Sache ist natürlich die, wir können das hier gerne einen zweiten Block tiefer machen, also so. Aber jetzt ist es natürlich so, dass wenn man hier dann Wasser drauf macht, guckt man natürlich durch das Wasser unten auf die Erde. Jetzt ist natürlich die Frage, ob man hier unten das nicht vielleicht auch aus was anderem machen möchte. Ich würde sagen, du machst das erstmal einen zweiten Block tiefer. Mach erstmal alles einen zweiten Block tiefer und dann gucken wir da einfach nächstes Mal nach. Ich habe da jetzt ja gerade offiziell nachgefragt, also auch an die Zuschauer einmal. Falls ihr da Ideen habt, womit wir das machen können, ob auch einfach stumpf aus Cobblestone oder lieber Erde lassen oder wie auch immer, einfach einmal ab damit in die Comments. Dann gucke ich mal, was am meisten so gevotet wird. Und der erste Platz wird dann wie gewöhnlich umgesetzt. So, ach ja, ich wollte hier auch noch gucken, wie das jetzt mit den anderen ist. Hast du gefunden, das ist sehr gut. Also, jetzt geht alles raus. Wenn es jetzt reingeht, dann gehen alle samt bleiben da draußen. Das ist irgendwie ein bisschen schade drum, aber naja, schlimm ist es auch nicht. Okay, so, irgendwer hat was geschrieben. Kommentar von PokeBlack kommen, am besten wären Steinziegel. Achso, nee, ich will jetzt nicht direkt Comments hier haben, sondern nachher, also nicht hier jetzt während der Aufnahme, sondern nachher in den Videos natürlich. Auf YouTube! So, womit baut man Melonen am schnellsten ab? Weiß das einer von euch? Mit dem Schwert? Oder von Hand? Kürbisse ja, glaube ich, mit der Axt. Mit nix? Ich weiß nicht, geht irgendwie alles irgendwie nicht so schön schnell. So, naja, auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal wirklich ordentlich Melonen bekommen. Das ist schon mal super. Da können wir ein paar Kerne noch von machen. Weiß nicht, wie viele wir genau brauchen. Auf jeden Fall, dass die jetzt aber zu Ende voll machen.
Effizienz habe ich auf Spitzhacken und Schaufeln, ja. Auf der Axt habe ich gar nichts. Und auf dem Schwert habe ich halt Rückstoß. Achso, wenn auf dem Schwert Effizienz ist, dann geht's schneller. Oh, das ist cool. Das ist natürlich cool. Ihr kennt euch doch sicher hier so bestimmt mit dem Amboss und so aus, ne? Oder mit der Axt. Auf jeden Fall kennt ihr euch doch, kann man mit dem Amboss Verzauberungen stärker machen oder sowas auch? Oder einfach nur die Sachen reparieren? Enchant Book, das ist ein Mod, ne? Beziehungsweise Plugin wahrscheinlich. Achso, ihr meint so ein Verzauberungsbuch. Ja, ich weiß allerdings auch nicht, wie man das craftet wiederum. Die Melonen packe ich jetzt mal da rein. Ein Buch verzaubern. Also ich nehme mir ein ganz normales Buch. Ich habe ja noch 5 Bücher. Und gehe damit jetzt an meinen Verzauberungstisch. Genau. Okay, das ist ja von der Sache erstmal gut und einfach. Verzauberung kann ich dann da kombinieren. Ja, okay. Kann es dann natürlich jetzt sein, wenn ich jetzt mit so einem Buch an den Verzaubertisch gehe, dass dann sowas kommt wie Feuerresistenz, was ich auf eine Waffe gar nicht drauf machen kann, ne? Ey, warum knurren denn jetzt schon wieder die Hunde? Ich gebe denen mal lieber was zu essen. Ja, aber sowas wie Feuerresistenz oder so will ich ja eigentlich gar nicht. Das ist ein bisschen blöd. Andersrum kann dann natürlich auch super einer aus der Community auch immer einfach mal die Zombies abfarmen, wodurch wir an ziemlich, ziemlich viel Fleisch kommen. Jetzt bist du da reingefallen, schade. Und mit ziemlich, ziemlich viel Fleisch können wir dann... Warum kann ich das nicht verfüttern? Ah doch, jetzt gebe ich denen einfach ganz viel. Geht denn der Schwanz jetzt eigentlich immer höher? Warte mal, ich mach mal kurz, dass er aufsteht. Meiner Ansicht nach ist der Schwanz ganz oben. Uff, uff. Dann steh du auch mal auf. Dann steh du auch mal auf. Hey, jetzt habe ich den Zaun hingemacht. So, du auch mal aufstehen. Warum knurrt ihr denn so böse? Mann. Warum kann ich dem einen vor allen Dingen so viel geben? Knurr. So, Michael, jetzt kommen wir hier mit raus. Zack. Hab einmal kurz aufgemacht. So, dann sollen die Hunde da jetzt erstmal wieder ein bisschen zur Ruhe kommen. Die knurren schon die ganze Zeit rum, obwohl die jetzt schon so viel zu fressen bekommen haben. Unfassbar. Ich soll mal kommen. Wohin soll ich denn kommen? Wohin? Hier ist ein Pisten. Oh mein Gott, ein Pisten. Die kannst du einfach abbauen. Und einfach ab. Ja, ich weiß schon. Kannst einfach wegmachen. Der ist noch von diesem alten Plan mit den Redstone-Toren. Aber die machen wir nicht, weil die höchstens 2 Blöcke hoch sein können. Dann sind die nur so klein. So, Michael, hast du nichts zu tun oder was? Ja? Oder wie schaut's aus? Yo. Yo. Achso. Na dann weiß ich jetzt auch nicht genau aus. Auf jeden Fall nochmal so ganz allgemein, was überhaupt die nächsten Folgen so ansteht, ist natürlich zum einen einmal in den Nether. Eine Hunde sind hinter mir. Ach, fuck, die habe ich nicht wieder zum Sitzen gemacht. Ah, ja, danke für die Info. Mist, 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 Mist. Aber wie sind sie denn da rausgekommen? Ist tatsächlich über dieses eine Zaunstück? Lol, die Hunde... Achso, nee, ich dachte gerade, die Hunde würden so komisch springen und dadurch sah das mit den Schatten so cool aus. Oh. Also, zum einen wollen wir, wie gesagt, in den Nether. Zum anderen würde ich mich aber auch ganz gerne mal in der Wüste niederlassen. Das wurde vorgeschlagen. Ich finde die Idee auch extrem gut, dass man das vielleicht halt so mit dem Weg verbindet oder so. Kann ich den Kleinen nicht hinsetzen? Ah, doch. Oh, jetzt habe ich ihn gehauen. Und da dann einfach nochmal so eine separate, so ein kleines Dorf vielleicht hinmacht oder sowas. Irgendwas, was halt so zu einer Wüstenlandschaft passt. Kannst du meinetwegen auch eine Runde Zombies farmen. Also von daher, wir werden jetzt eh nur noch so eine Minute aufnehmen oder sowas in der Richtung. Da ist das eh nicht mehr so wild. So. Achso, deswegen knurren die. Okay. So, jetzt kommen wir hier raus. Und dann baue ich das jetzt mal gerade irgendwie anders zu. Ich weiß zwar gerade noch nicht so ganz wie, weil das ja eigentlich alles so... Also erstmal provisorisch so. Dann können sie zumindest erstmal nicht mehr raus. Ja, Tag mache ich noch einmal. Zack. Und dann werde ich jetzt auch nur noch einmal gerade... Ja, ich wollte eigentlich noch so ein Buch verzaubern. Ja, komm, so ein Buch verzauber ich gerade einmal noch, um das einmal zu zeigen. Inneneinrichtung ist auch fertig. Das ist doch super. So, dann bitte ich euch auch einfach mal, eure ganzen Sachen einfach wieder zurück in die Truhen zu packen. 3/4 Stunde ist schon rum. Das ist immer krass, wie schnell das geht in den Community-Aufnahmen, finde ich. So, ach ja, hier war jetzt natürlich dann das Problem. Mal ein bisschen gucken. Kannst du den Graben gerade noch ein bisschen weitermachen, meinetwegen. So, ich werde mal gerade so ein Buch verzaubern. Mach jetzt also meinetwegen hier, keine Ahnung, was haben wir denn hier? Irgendwas Hohes, relativ hoch zumindest. So, und das ist mal Level 30 jetzt. Ja, komm, hier machen wir mal Level 19. Und da haben wir jetzt Effizienz 2. Ja, das ist doch cool. Jetzt können wir Effizienz 2 halt zum Beispiel dann theoretisch auf irgendeine
so eine Diamantwaffe oder sowas machen. Das wäre doch ziemlich cool. So, okay. Das war's dann auch für dieses Mal. Leider enden wir hier mit den nassen Köppen. Ist aber nicht weiter schlimm. Naja, ich finde den Regen nicht so nett und vor allen Dingen nervt er auch ziemlich. Und du sollst aufhören, mich zu hauen. Ich kill den jetzt erstmal direkt. Komm hier, so geht's nicht. Ach, jetzt rennt der Langweiler auch noch von mir weg. Na, ist er reingefallen? Nein, er ist nicht reingefallen. Okay. Ja, Effizienz 2 habe ich jetzt bekommen. Okay, ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ihr dann auch demnächst wieder einschaltet, wenn ihr selber mal mitmachen wollt hier beim Community-Projekt. Einfach ab auf meine Website, da könnt ihr euch bewerben. Das Ganze geht auch direkt über meinen YouTube-Channel, da habe ich auch direkt einen Link dafür eingefügt. Du glaubst doch nicht wirklich, dass du den Kampf gewinnst, oder? Wenn ich hier ein Eisenschwert oder Diamantschwert sogar habe. Naja gut, okay, viel Spaß noch und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.